Um rebellische Abgeordnete zu überzeugen und einen chaotischen Ausstieg in 10 Wochen zu vermeiden, lockt Brüssel und signalisiert Verhandlungsbereitschaft. Ob, wo und wie weit sie sich bewegen würde, offen. Und sie fordert aber auch von London die Aufgabe roter Linien. Es wird einen Kompromiss geben müssen, wenn sie zumindest etwas von dem bekommen wollen, was sie wollen. Das gilt für beide, für Leave und Remain. Es ist besser, etwas zu haben, als gar nichts, denn der perfekte Brexit ist eine Fantasie, die es nicht geben wird. Das Nein zum Brexit-Deal hat die britische Politik ins Chaos gestürzt. Unüberbrückbar scheinen die gegensätzlichen Positionen, die Ereignisse überschlagen sich. Kann keine Seite ihre Ziele erreichen, könnte eine zweite Grundsatzentscheidung der richtige Weg sein, findet der britische Jurist Tom Brooks. Ich denke, am Ende steht in irgendeiner Form ein Referendum als wahrscheinlichstes Ergebnis. Wenn die Abgeordneten keinen Kompromiss finden und die EU dabei bleibt, dass es keine Änderung des Abkommens gibt, dann ist auch ein geänderter Plan eine Sackgasse. Ein neues Referendum scheint das Einzige zu sein, was beide Seiten zusammenbringen könnte.